Ja, und willkommen nach diesem Intro, oder ja, Intro war es auf jeden Fall. Ich entschuldige mich schon jetzt mal, falls mein Mikro etwas doof klingt. Ich arbeite dran, es ist immer noch mein altes. Ich versuche Geld zusammenzukriegen, um mir mal ein neues zu kaufen, weil ihr kennt das auch. Man kauft sich ein 20€ Mikro und das hält auch irgendwie nur 20 Tage quasi. Auf jeden Fall, wir spielen Silent Hill. Das kam mir gerade so vor, als würde er gleich Resident Evil schreien. Also, ich habe schon mal ein bisschen angezockt, die Steuerung. Also, ich zeige euch gleich, bis wohin ich gezockt habe. Aber nicht weit, keine Angst. Ich habe ihn verstanden, also erstmal hier entlang. Ja, also wenn er sie sieht, dann müssen da bestimmt welche sein. Where are you going? Hey, wait! Stop! Also, mit was ist das hier? Viereck rennt man. Also, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen weiter als hier gezockt. Also, komm. Also, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn das nicht seine Tochter wäre. Wir sind ja hier in Silent Hill, also. Könnte ja alles möglich sein. Ich sehe sie auch gar nicht mehr. Also da merkt man, dass diese Türsequenz von Resident Evil doch gar nicht mal so schlechter Ladebildschirm war. What the? What is it? Barry! So, mal gucken, was haben wir hier noch. Ich sage, die Kamera ist ein bisschen hier, keine Ahnung, nice auf jeden Fall, aber ein bisschen verwirrend, wenn man es irgendwie so ein bisschen schwankt, also. Ich weiß nicht, ob die Research, ich habe ja den Ingame-Sound ein bisschen leiser gestellt, damit, weil ich nehme jetzt den Sound und das Spiel zur gleichen Zeit auf. Also davor habe ich den Sound und das Spiel separat aufgenommen und zusammengetan, deswegen gab es manchmal so Tonabweichungen und bla bla. Aber jetzt nehme ich das direkt zusammen, habe ich mir gedacht, dann mache ich so einfach den Sound vom Spiel leiser. Also wenn ihr jetzt ganz genau hinhört, dann könnt ihr die Sirenen hören, wie jetzt hier der Verfall anfängt. Falls ihr euch noch an den Film erinnert, falls ihr den Film gesehen habt. Der ist übrigens ziemlich gut. Nicht so ganz an der Story, aber ich finde, das ist bis jetzt die beste Verfilmung, die ich jetzt je gesehen habe. Ja, was ist das wohl? Eine Leiche, du Spasti. Da kann ich nicht durch. Ja, lauf, lauf, lauf. So, ich werde versuchen, 20 Minuten Parts zu machen. Also falls ich mal zwischendurch nicht Jaws sage und es aufhört, jetzt, ne, nicht verwundert sein. Ihh, hat jemand seine Tage gehabt. What is this? What's going on here? Gute Frage. Was ist das denn? Ihh, Fahrer, piss dich. Piss dich.
Falls ich fragt, ob ich irgendwas gegen sie ausrichten kann, dann kann ich nicht. Okay, ist sie jetzt tot? Nein, ist sie nicht. Okay. Und da kann ich doch durch, ne? Genau, eben, Fragezeichen, weil eben war doch noch eine Tür. Nein, lasst mich. Was zur Hölle ist das? Och Gott, nein. Toll, schon verloren. Bin ich schlecht. Spaß, ich hab euch eingelegt. Hohohoho. Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. Hmm. What's your name? Harry. Harry Mason. Mm-hmm. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. You don't say. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hmm. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Ja, ich versuche meinen Mund in den Cutscenes zu halten. Wenn es aber zu schwer wird, meine Fresse zu halten, dann muss ich mal meinen Kommentar mit reinbringen. Aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall gehen. Ja, ich will die Karte mitnehmen. So, übrigens, ja, ich hab's im Hintergrund gesehen. Das ist, quasi unsere Schreibmaschine. Ja, das gleich encountern wir unser erstes, Viech. Sieht ein bisschen aus wie so Aerodactyl, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das sein sollte. Ist das hier jetzt? Ja, das Inventar. Equip.
Also bis hierhin habe ich auch gezockt selbst. Weiter bin ich nicht gekommen. Radio is broken. Ich habe jetzt ein bisschen mal da und dort so ein bisschen mal was zugeguckt, aber jetzt nicht wirklich gezockt. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? Fuck. Fuck you, man. Ich glaube, jetzt können wir noch draufdrücken. This is not a dream. What's happening to this place? Also, okay, wenn ist es anscheinend schon tot. Ja. Normalerweise könnte man noch drauf treten, wenn es nicht tot wäre. Habe ich gemerkt. Sonst nachladen. Das habe ich auch die ganze Zeit gefragt. Der lädt von alleine nach, oder? Der muss gar nicht nachladen. So, bam, bam, bam. Okay, Gesundheit. Das fängt ja auf jeden Fall schon mal gut an. Ja, was ist das auf dem Tisch? Kann ich das auch mitnehmen? Ist das ein Milchshake? Nö, kann ich nicht. Über die Tresen kann er ja nicht springen, natürlich nicht. Ach so, das ist Ketchup und Dingens. Mayo. Nein, Senf. Also da soll ich erstmal nach Cherry gucken. Oh, Cherry. Bin ich überhaupt richtig? Okay, das Inventar, was war das? Ah, das ist die Karte, okay. Gut, gut. Die Auflösung könnte ein bisschen besser sein. Ah, jetzt weiß ich, wieso die Auflösung so gut war. Das habe ich bei dem Peso, also der war es ein bisschen am Zocken, habe ich ein bisschen zugeguckt. Ich war eher was anderem beschäftigt. Gezockt selbst habe ich jetzt bis hierhin.